Mahlzeit und willkommen bei Projekt Hirnfrei. In diesem Video kümmern wir uns jetzt darum, was ist denn, wenn man einen Arch mit BIOS installiert hat, aber gerne auf EFI umstellen möchte. Liebe allen schon mal die Frage, warum sollte man so etwas tun? Nun, der banalste Grund könnte sein, wir finden es toll. Wir würden jetzt gerne EFI booten. Vielleicht aber auch, weil wir damit ein Multiboot einfacher machen können. Oder, was weiß ich, es gibt tausend Gründe. Vielleicht, mein Arch zum Beispiel ist schon durch drei Computer gewandert. So, was wäre denn jetzt? Also wirklich, ich habe die Festplatte von dem einen Computer ausgebaut, in den anderen eingebaut. Und läuft. Eventuell muss man Grafikkartentreiber neu installieren oder irgendwie sowas. Aber ja, das geht. Das ist tatsächlich kein wirklich großes Problem. Und was ist, wenn jetzt der eine Computer noch BIOS-fähig war und der nächste nur noch eine EFI-Firmware drauf hat? Also es gibt auf jeden Fall ein paar Gründe, warum man das machen können würde oder wie auch immer. Ein anderer Grund könnte auch sein, man hat sich meine Videos angeguckt und auch alles munter darum installiert und das alles und auf einmal beim Installieren von Grub, also vom Bootmanager, geht nichts mehr. Habe ich ja schon im letzten Video angesprochen. Dann könnte man natürlich einfach alles neu machen. Ist im Prinzip auch nicht wirklich viel. Und dabei lernt man auch wieder was, weil man es einfach nochmal gemacht hat. Aber man kann es auch ändern. Ich habe euch ja schon ein paar Mal gesagt, normalerweise, wenn man ein Problem hat in Linux, kriegt man das auch wieder hingebastelt. So. Und das demonstriere ich euch jetzt mal. Einzigster Wermutstropfen ist, wenn ihr das nach meinem ursprünglichen Installationsvideo gemacht habt, dann ist eure Festplatte mit einer DOS, also MS-DOS-Partitionstabelle ausgestattet. Da habe ich ja gesagt, ich benutze das eigentlich immer und das war auch bisher auch immer so der Fall. Aber zum Beispiel der Foto hat mir erklärt, dass das so nicht geht. Der will das gar nicht mehr. Also denke ich, ist es doch an der Zeit, dass wir das anders machen. Normalerweise wird man dann GPT benutzen als Tabelle. Ja, aber ich habe jetzt noch keinen Weg gefunden, wie man eine MS-DOS-Partitionstabelle in GPT umwandelt, ohne irgendwas zu zerstören. Gut, also, wir haben unsere MS-DOS-Partitionstabelle und wollen jetzt trotzdem auf EFI umsteigen. Das geht, ist kein wirkliches Problem und euch gehen auch keine Daten verlustig. Ich habe es auf meinem eigenen Computer probiert. Ja, geht einwandfrei. So, also, ich habe jetzt quasi unser Arch in einen Computer reingestöpselt, der nur noch EFI kann. Das habe ich gemacht, indem ich bei VirtualBox einfach EFI angeklickt habe. So, normalerweise bootet er unser Arch, hat er jetzt aber nicht gemacht, sondern er hat es direkt auf die CD gesprungen, wie man jetzt hier sieht. Und ich kriege jetzt hier gesagt, willst du Arch mit Dings installieren? Also hauen wir einfach mal drauf. Gut, da ich noch im OBS-Studio war, habe ich drauf gedrückt und anstatt, dass er jetzt hier gebootet hat, habe ich die Aufnahme beendet. Na gut, macht ja nichts. Wenn ich nichts gesagt hätte, wäre es euch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Alles da. Also, wie ihr seht, wir booten jetzt wieder von Diskette. Na Quatsch, von Diskette. Ja genau, jetzt läuft es aber. Von CD, also vom Boot-Medium, vom Stick oder was auch immer. Das tun wir deshalb. Unser Arch ist nicht mehr bootfähig, da es für BIOS gemacht ist. Der Computer kann kein BIOS, also kriegt er das auch nicht gebootet. Also, was machen wir als Arches? Wir mal stellen mal auf Deutsch um. Das müsst ihr übrigens nicht tun, wenn ihr gerne auf Englisch tippt. Ich mache das nicht gerne, also stelle ich es auf Deutsch um. Also, wir machen jetzt hier soweit gar nichts, außer, wobei wir könnten eigentlich... Ja doch, wir machen das einfach jetzt hier. Und zwar sagen wir fdisk als die Festplatte, die wir schon mal partitioniert haben. Drücken wir jetzt hier auf P, kriegen wir angezeigt. Disk-Label-Typ, scheiße, sieht man nicht. DOS. Okay, und unsere SDA1, unsere Bootplatte, also Boot-Partition, ist Linux. So, das müssen wir jetzt ändern. Und ja, dabei gehen von dieser Partition die Daten flöten. Ist so, kann man nichts dran machen. Und zwar sagen wir ganz einfach, p
Also wir geben dem Ding ein neues Filesystem. 1, nicht 2 oder 3. 1, das Ding, wo ihr vom bootet. Also es kann bei euch natürlich auch mal andere sein, aber hier ist es jetzt eben, ihr müsst die holen, wo ihr auch wirklich vom bootet. So, und hier brauchen wir jetzt EF. Gut. EFI, FAT, 12, 16, tralala, alles klar. Gucken wir nochmal. Ja, steht auf EFI. Schreiben. Ihr wisst ja, bis jetzt ist auch nichts passiert. Erst jetzt wird es geändert. Jetzt sind die Daten auf SDA1 auch futsch. Ich weiß nicht, ob man, wenn man jetzt nochmal auf Linux umstellen würde, ob das dann gehen würde, aber soll uns ja auch eigentlich nicht stören. Weil das, was wir jetzt machen, machen wir einmal und dann hat sich dabei. So, jetzt müssen wir hier natürlich formatieren mit F230, sagen wir, wir hätten gerne F230. Könnten wir auch 16 machen oder 12. Ja, aber wir will sowas. Und zwar SDA1. Denkt dran, das muss eure Bootpartition sein. Sonst habt ihr ruckzuck mal eure andere Platte gelöscht. Okay, die ist dann jetzt wieder leer. Also, was machen wir jetzt? Wir mounten SDA3, ja, unser Bootsystem nach MNT. Okay. Betreten wir das? Wir sollten noch die Sache, was er betreten soll. Und was ich gerne auch nochmal betone, dieses CH-Root. Ihr seid jetzt, wenn ihr das jetzt gemacht habt, in diesem Prompt hier unten, ihr seid jetzt in einem anderen Betriebssystem. Kein Quatsch. Ist so, ist wirklich so. Okay. Jetzt brauchen wir noch ein paar Zusatzpakete. Also installieren wir rein. Oh Scheiße, was brauchen wir dann? Klar. Das ist mal eben nicht mehr angefangen. Easy Boot Manager brauchen wir. Das FS Tools brauchen wir. Das brauchen wir eigentlich. Ach, was mache ich denn? Warum eigentlich nicht? Weil der ist dafür da, um zu gucken, sind noch andere Betriebssysteme auf dieser Platte. Zum Beispiel Windows. Und da binden wir das automatisch mit ein. Fällt bei EFI im Prinzip eigentlich weg. Aber gut, jetzt in dem Fall. Ich weiß nicht, ob er es zum Installieren von Group braucht. Deshalb schmettern wir es einfach mal mit drauf. Installiere, mein Freund. Oh, das FF-Tools war schon drauf. Lassen wir den Knecht mal installieren. Das sollte nicht allzu lange dauern. Eigentlich bin ich sogar der Meinung, es sollte schon fertig sein. Ja, auch drauf. Haut drauf, der Stoische. Wieso? Lassen wir es einfach mal weg, es war ja eh schon drauf. Ne, das ist erst die Tools, oder? Okay, was hat er denn? Oh, Moment. So. Das musste jetzt sein. Und. Passt doch. Ich werde aber eben da, denn die Miro-Liste hat sich wahrscheinlich wieder geändert. Ich pausiere euch, bis das da fertig ist. Gut, Update ist durch. Jetzt denken wahrscheinlich wieder einige, der hat doch gesagt, aber das geht auch ohne, dass man das Ding immer updaten muss. Ja, geht's. Ich sag's noch einmal. Wenn ihr ein System habt, das läuft, wo alles funktioniert, so wie ihr das wollt, braucht ihr keine Updates zu machen. Euch gehen da vielleicht irgendwelche Sicherheitsdinger durch die Lappe oder sowas. Aber ihr braucht das dann nicht zu machen. Das wird einfach weiterlaufen. Die nächsten 200 Jahre, theoretisch gesehen. Wollt ihr aber alles aktuell halten, wie ich es eigentlich gerne mache, dann
Ja, sind solche Updates eben notwendig. Das hat das mit dem aktuell so an sich. Okay, also das hat nichts damit zu tun, dass ich hier Quatsch erzähle, sondern ist es installiert und läuft. Es zwingt euch niemand, ein Update zu machen. Auch ich selbst nicht. Nicht wie bei Windows, wo euch dann, wenn ihr das Update freiwillig nicht macht, das Update einfach mal so reinknallt. Gibt es hier nicht. Müsst ihr nicht machen. Nur eben, wollt ihr aktuell bleiben, braucht ihr Updates. Auch eben, wenn ihr was Neues installieren wollt, kann es dann eben auch sein, dass das Update nicht funktioniert. Weil eben eine Miro-Liste nicht mehr komplett, nicht mehr aktuell ist und die Server, die dort eingetragen ist, nicht mehr stimmen oder wie auch immer. Das heißt, jetzt müsst ihr das durchlaufen. Feuer. Feuer. Wie sagt jemand so schön? Und schon klappt es auch mit den Nachbarn. Okay, damit hätten wir das erledigt. Dann machen wir jetzt. Und. Ah, ne, halt. Machen wir. Gut, Evi. Hier muss Evi groß geschrieben sein. Ich habe es am Anfang klein geschrieben, da hat es nicht funktioniert. Warum auch immer. Ja, leck mich doch. Das SDA1, eure Bootplatte, die wir jetzt gerade geändert haben und formatiert haben, die ist ja jetzt leer. Die booten wir aber nicht direkt nach Boot rein, sondern nach Evi. So, die ist drin. Gut, jetzt kommt. Na, wo passt das Ding? Install. Jetzt muss ich klicken. Da gibt gleich x86 64 if. So. Jetzt können wir dem Ding noch einen Namen geben. Bootloader. ID gleich. So. Hier könnte man jetzt einfach A schreiben. Ich demonstriere euch aber jetzt aber, wie das geht, wenn ihr dann zum Beispiel ein Leerzeichen drin haben wollt. Das ist das, was ihr beim Booten angezeigt kriegt, wo ihr dann auswählen könnt, ob ihr jetzt zum Beispiel das Arch wollt oder es, keine Ahnung, falls ihr noch ein Windows drauf habt oder wie auch immer. Und deshalb, wenn ihr ohne Abstand so alles prima, geht so, wollt den Abstand machen, empfiehlt es sich so zu schreiben. Okay? Es würde auch gehen. So, weil dieser Backslash sagt dem Programm dann, der Abstand, das gehört da mit rein. Das ist kein Abstand, wo mir ein neuer Parameter zeigt, sondern das gehört hier zu diesem ID dazu. Wir machen es aber so, weil das können sich die meisten Leute, inklusive mir, am besten merken. So, ich check, wenn wir jetzt nicht alles falsch gemacht haben. Läuft der jetzt durch? Jetzt installiert er das Ding. Das heißt, er kopiert alles auf die Festplatte drauf, auf die SDA1. Ins EFI-Verzeichnis macht er den ganzen Käse noch dazu. Und jetzt sollte hier gleich stehen: Dingsbums, tralala, no problems. 2000 Jahre später. Wer das Video gesehen hat, wo ich auf dem Footrouter das installiere, das hat gesehen, dass es auf einem nativen System doch ein bisschen schneller ist. So, ganz kleines bisschen. Aber wir sind jetzt hier in einer virtuellen Maschine und dann geht das so schnell, wie es eben geht. Nur wenn ich wusste, dass das so lang dauert, hätte ich euch pausiert. So, no errors reported. Okay, also. Das heißt, wir haben unseren Bootmanager und der ganze Gerümpel jetzt schon da drauf. Aber was wir noch nicht haben, ist, uns fehlt noch der Kernel und die MK, also die Grub-Config. So, Kernel machen wir mit p-linux. Jetzt schmettert er uns der Kernel drauf und die int ram-fs. Das ist das Ding, was beim Booten gestartet wird. Ja, ich weiß. Es kommt jetzt auch demnächst noch ein Video über CQ-Boot, denke ich mal. Weil da haben auch schon Leute nachgefragt. Da habe ich allerdings gar keine Ahnung von. Das muss ich mir selbst noch drauf schaffen. Aber okay. So. Grub. MK. O. Gut. Grub. Grub. Nö. Jetzt sucht er alles, was an Kernels und so zu finden ist. Vor allem Linux. Prima. Ja, das schreibt sich tatsächlich Linux. In den RAM-FS, alles klar, hat detected.
Ja, dieses OS Proba oder wie auch immer man das ausspricht, das ist tatsächlich bei Group mittlerweile ausgeschaltet. So, hatte die Bootmenü-Entry vor UEFI Firmware Settings. Das heißt, im Prinzip sind wir dann jetzt fertig. Gucken wir mal, ob das wirklich im Prinzip ist oder ob das auch wirklich so ist. Moment. Ja. Aha. Reboot. Und zack, da ist unser Arch. So funktioniert das also, wenn ihr von BIOS auf EFI umstellen wollt. Ist echt kein Hexenwerk. Und wenn man es mal gemacht hat, dauert es 2 Minuten. Also auf einem nativen System. Ist echt langweilig, würde ich mal sagen. Ich habe auf meinem einen Laptop. Oh, aha, entschuldigt, Leute, entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt. Ich habe was vergessen. Und zwar, was habe ich mal gesagt? F-Stop, das kann in die Hose gehen. Jo, ist es jetzt auch. Aber ich habe euch schon mal gezeigt, wie das funktioniert. Ey, wo ist denn jetzt? Da, oh, bei Deutsch-Tastatur. Das ist, hab ich glaube ich, schon mal gewundert. EGC. Stop. Wo haben wir denn unser Boot? So, dich klampfen wir mal aus. Obwohl, ne, brauchen wir eigentlich gar nicht. Es reicht einfach mal jetzt hier hingehen und sagen. Ich hoffe, das stimmt. Es könnte nämlich auch VFAT sein. Ne, könnte es glaube ich nicht. Ne, so müsste es stimmen. Okay, zack, zack. Haben wir. Reboot. Wie gesagt, bei Linux ist generell die meisten Sachen, wenn was nicht geht, ist nicht kaputt, sondern irgendwo stimmt was nicht. Wie jetzt hier zum Beispiel. Das finde ich jetzt aber blöd. Wissen wir was? Dann schmeißen wir das einfach raus. Zack, aus. Also mit dem der Raute kommentiert er es aus. Das heißt, wird beim nächsten Start nicht angezeigt, also ignoriert. Das ist für ihn jetzt nur ein Kommentar. So, und jetzt muss es funktionieren. Wenn nicht, fange ich hier an, laut zu toben, zu speien und zu weinen. Er macht spannend. Aber, oh Wunder, es hat funktioniert. Oder der Bildschirm schon aus Angang? Nee, es hat funktioniert. Und nochmal, falls jemand jetzt gerade mit so einem Video einsteigt oder eher einsteigt und, das heißt, und sich fragt, warum ich meine Fehlversuche nicht rausschneide, das gehört beim Learning by Doing dazu. Ihr seht, ich mache Fehler und ihr seht, wie ich sie behebe. Ja, geht doch. So, gebootet von EFI. So einfach ist es. Klar, ich habe jetzt meine Fehlerchen gemacht, wie dass ich nicht erst aktualisiert habe und dass ich das mit der F-Stop vergessen habe. Aber ihr seht, es interessiert nicht. Ich habe eben den Fehler gemacht, ich habe ihn korrigiert, fertig. Ihr habt gesehen, wie man sowas korrigiert, wenn sowas auftritt. Zum Beispiel, ihr wollt was installieren und da kommen diese ganzen nicht gefunden, nicht gefunden, nicht gefunden. Was tun? Aktualisieren, fertig. Okay, also
das ist alles keine Dramatik. Jetzt haben wir, unser Arch bootet mit EFI. Das heißt, es ist auch für kommende Computer, gerüstet. Es war jetzt auch keine Dramatik. Also man hat jetzt nicht erst Raketenwissenschaft studiert haben müssen. Gut, und dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Thema. Und wie gesagt, ich gucke mir das mit dem Secure Booter noch an, wie das genau funktioniert mit euch. Und sobald ich das weiß, kommt davon auch ein Video. Ich prognostiziere jetzt mal nicht, dass im nächsten Video kommt, wie verschönern wir unser Arch oder unser Desktop. Deshalb, wir werden sehen, was im nächsten Video kommt. Und bis dahin sage ich mal, Kommentare, immer gerne Kommentare. Ich liebe Kommentare. Däumchen, wenn ihr wollt. Ihr könnt mir auch gerne, wie in letzter Zeit hier und da mal bei Videos, die etwas besser laufen, passiert, auch ein Däumchen nach unten geben, wenn es euch nicht gefallen hat. Dann weiß ich, okay, irgendjemand hat es nicht gefallen, aber konstruktiver wäre es, wenn er in die Kommentare schreiben würde, hat mir nicht gefallen, weil deine Stimme scheiße ist oder du zu viele Fehler machst oder was weiß denn ich, dein Saarländisch ist scheiße. Irgendwie sowas wäre natürlich konstruktiver, dann wüsste ich nämlich, was ich in Zukunft besser machen kann. Wobei das mit den Fehlern und das mit dem Saarländisch, das können wir vergessen, das bleibt. Wenn er das nicht wollt, das seid ihr hier komplett falsch. Ich könnte selbstverständlich auch auf Hochdeutsch sprechen, das wäre auch kein Problem, habe ich in der Schule so gelernt. Und in der Ausbildung hat man mir gesagt, bei Vorstellungsgesprächen wäre das durchaus von Vorteil, wenn man in Hochdeutsch spricht. Ich bin aber nicht im Vorstellungsgespräch, das sind meine Videos, ich bin hier der Chef, ich bin gut, ich darf das, ist das klar? Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.